Action! Brillant! Und damit, hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Luigi's Mansion 3 mit dem Captain aus der Conchos Corner. Corner. Hallo. Und mir, dem Feylord. Und wir sind jetzt bei E.T. Exakt. Ich wollte, warum auch mal West Side Stories sagen oder so, Vielleicht Cats oder so, so eine Back Alley. Das ist E.T. Das ist tatsächlich E.T. Ich habe E.T. gekillt. Juhu. Der hat's verdient. Sind wir noch mal ehrlich. Hat er wirklich sowas Schlimmes gemacht? Weiß ich nicht. Der wollte kostenlos telefonieren, hallo? Kein Prepaid-Vertrag oder was? Ich hab ihn nicht. Yeah. Also dann können wir hier schon mal den Dingens anmachen. Den Fernseher, damit wir die Verbindung haben. Hey, Fernseher. Ist jetzt die Frage, was brauchen wir von hier, um irgendwie an Wasser ranzukommen? Zerstörung. Ist halt die Frage, ist das wirklich in dem anderen Raum, dass wir da... Hier ist so ein Dings. Oh, du hast recht. Vielleicht, wenn wir den in den Brunnen reinschmeißen. Aber wir können den ja nicht richtig hochheben, also mitnehmen. Ja. Das ist das Problem daran, du machst da halt den Superwurms und dann fliegt er durch die Gegend und gibt einfach ein bisschen Geld. Mehr ist das ja nicht. Tja, dann weiß ich auch nicht. Ich habe hier Feuerwehrhelme. Wir haben hier die Klappe, die wir mitnehmen können. Wir können ihr können vielleicht der Figur aus dem anderen Raum die Klappe in die Hand geben. Und dann ist die Szene fertig, wenn sie die Klappe macht. Das würde was? Wenn sie die Klappe hält. Die sieht halt nur so aus, als wenn die, ne? Das halten möchte, ja. Genau. Oh, Mario kann Leitern klettern. Ist nicht Mario aus Luigi. Aber Mario kann das auch. Ja, Mario kann das auch. Senf nicht. Nee, der hat irgendwie Senf, weiß ich nicht. Das ist, wenn du Sven falsch schreibst. Ja, was in der Tür ist von E.T.? Wahrscheinlich gar nichts. Ne, ist wahrscheinlich nur so eine... So eine Möchtegern-Tür. Ja, die kenne ich. Das Leben in der Schillerstraße. Dann mal gucken, kann ich damit jetzt einfach durch den Fernseher durch? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Oder doch! Oh. Guck's dir an, einfach mit... Genau, und damit... Gehen wir zum Ringmädchen. Gehen wir damit zum Ringmädchen. Und der drücken wir jetzt das Ding in die Hand. Schmeißen wir es in den Brunnen, oder? Ich glaube tatsächlich, wir geben sie einfach in die Hand dann. Das kann natürlich auch vollkommen falsch sein. Aber sie hat halt so die Handposition. Als würde das irgendwie Sinn ergeben. Ja. Aber warum damit ist dann, schneidet man die Haare. Aber warum ist dann hier extra so eine Öffnung? Ja, ich weiß es nicht. Ja, wo man dann auch reingucken kann und dann... Ja, aber wir gucken mal. Das war ja das einzige Item, was wir da jetzt rausnehmen konnten. Weil ich wüsste halt auch nicht, wie ich es jetzt in die Hand geben soll. Das ist ein guter... Okay, also zurück. Ja. Okay, Cut. War Kacke. War Kacke, jo. Das ist da, guck mal rein und dann dieses Kreuz markiert mein Becken. Ja. Aus Wasser. Voll mit Wasser. Was soll ich denn eigentlich hier in den Hintergrund machen? Soll ich irgendwie so einen alten Schwarz-Weiß-Film, den man auf YouTube sowieso findet, weil... Aber wie kriege ich das Ding da runtergeschmissen? Das ist die nächste Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Können wir den Ball runterschmeißen? Ich glaube auch nicht, man dass kann das, ja nicht das einfach, richtige Lösung einfach ist oder so. Losplumpen, oder? Man muss ja abstoßen. Ja, es gibt nur Abstoßen. Ja, Da muss ich wohl präzise. Ich glaube, nee, wir haben ja hier auch eine Klappe. Das hätte also keinen Sinn ergeben. Den aus der anderen. Wir müssen, brauchen noch irgendwas aus dem anderen Raum. Aber was ist. Ich weiß es nicht. Warum denn nicht? Aber in dem Back Alley-Raum hatten wir ja irgendwie noch nicht so viel jetzt gesehen. Und irgendwas brauchen wir von daher. Na gut. Wir brauchen das Feuer aus dem Mittelalter. Dafür brauchen wir das Wasser wahrscheinlich jetzt aus dem The Ring Raum. Ja.
Und da müssen wir irgendwas machen, damit da ist eine Treppe in dem Haus. Gut, das ist aber wahrscheinlich trotzdem nur Fake-Tür. Hier, aber die Tür funktioniert. Hello. Oh, weg ist er. Ein bisschen Geld eingesammelt. Ja, hier ist irgendwie eine ganze Menge Geld. Na, wenn die funktioniert, könnte ja die andere auch funktionieren. Ja, halt nur nicht mit Pömpel, sondern mit X. Ja, das ist natürlich nur dir gegönnt. Und hier haben wir auch die Kamera noch gar nicht ausgetestet. Das stimmt, das kommt noch erschwerend hinzu. Genau, dann ist hier eigentlich irgendwie... Komme ich hier irgendwie durch? Ja, hier, hi! Dann gehe ich da so und dann gehe ich da noch nicht hoch, nee. Ja, so jetzt. Dann geht's da hoch. Kommen wir langsam nach da oben, ja. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwas. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass Guichi die Kamera bedienen muss und du musst mit der Frau interagieren. Das ergibt vielleicht wesentlich mehr Sinn. Weil du ja eigentlich der Einzige bist, der interagieren kann. Das ist vielleicht sogar viel intelligenter, ja. Also ich komm noch mal raus. Genau, mach du mal hier die Kamera, genau. Dann gucken wir mal, was wir hier so machen. Sobald, ja, jetzt kann ich so. Ich mache jetzt, aber warum sollte Guichi die Kamera? Guichi kann ja auch gar nicht die Kamera. Stimmt. Er kann ja nichts. Aber dann musst du, ist er da, na, mach du einfach. Ich kann, kann man die Kamera auch wegschieben? Das dachte ich auch, so einem... aber das geht nicht. Okay. Dann mach ich mal die Kamera, mal gucken. Oh Gott. Feuer, Feuer, Feuer. Wiu. Die ganze Gegend steht in Brand. Oh, das müssen die und essen. Nur du kannst das Kätzchen aus dem oberen Stock retten. Guck mal hier, Löschfeuer. Du kannst, glaube ich, die Geister auch. Du kannst. Ich kann auch gerade gar nichts machen. Ach, du kannst du nicht, okay. Aber die Feuerwehr ist schon zur Stelle. Jetzt ist der Guichi-Moment gekommen. Ach, jetzt muss ich erstmal die Scheiße wegsaugen. Guck mal, hey, mit dem Helmchen, ich brauche dein Helmchen. Oder kann ich jetzt aufhören aufzunehmen und dir helfen? Oh nein, sie haben Guichi weggesogen. Was machst du denn, wenn Guichi weggesogen ist? Die Szene tot. Na, du kannst du dich nicht selbst zurückholen? Ah ja, okay. Ja, ich kann gar nichts mehr machen, solange die Geister da sind. Ist wieder der Guichi-Moment schlecht. Du musst wumsen. Wumsen, natürlich. Achtung, ich komme und wumse. Okay, ich dachte, dass jetzt eigentlich die Feuerlöscher rumfliegen wie blöde, aber so geht's natürlich auch. So, Nummer 1 ist besiegt. Warum eigentlich, aber ich meine, die Geister... Das ist die Action, die wir sehen wollen. Genau das. Ach, und der andere noch. Ghostbuster-Film. Wow, vorher wusstest du, wie ich den Film nennen möchte. Ich hab das Skript gelesen. Lalalala, ich spiele mit. Luigi. Lalalala, Luigi. Na, Luigi. Yeah. Something strange goes you on the ghost. Ghost me on the ghost. Es geht dir auf den Geist. Ja, gibt nur Sinn. Who you gonna call? Well, Luigi. Luigi, 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 Luigi. Easy. Jetzt haben wir hier dieses Licht. I'm gonna vacuum all the ghosts. Nee, jetzt ist es einfach despawned. Oh. Hi, Luigi. Ich bin sicher, dass du in diesem Set eine Flamme entzünden kannst, um damit lästigen Spinnweben den Chaos zu machen. Du bräuchtest nur etwas, womit du die Flamme zum anderen Set transportieren kannst. Der Fußball. Das ist die logische Erklärung. Na, ich dachte, die Flamme und Fackel und Wasser und... Ich fand meine Idee viel schlüssiger. Ja. Vielleicht brauchen wir die Fackel, aber um hier die Flamme mitzunehmen. Guck mal. Oh, eine Fucking Bubbles! Flammen, Feuer, Blasen. Kann ich hier auch Pestizide reinjagen und Blasen rauskriegen? Nee, ich habe ja gesaugt. Ach so. Ja. Pestizide bringen nur Geld. Ja, ich hab ja nun gehabt. Brauchen wir also irgendwo anders irgendwas. Na, er hat gesagt, hier ist Feuer und wir müssen irgendwas hierher bringen, um Feuer zu transportieren. Stuhl, zu spät. Okay.
Haben wir irgendwas anderes gesehen, was wir mit, womit wir... Können wir mit so einer Klappe Feuer transportieren? Das ist so easy. Ich weiß nicht. Klingt dumm. Aber es ist dieses Spiel. Und in der virtuellen Welt der Kamera. Was ist eigentlich hier? Können wir mit dem Ding nach oben fahren irgendwie? Ich glaube tatsächlich, ja, wahrscheinlich. Wenn man da hochklettert und der andere pustet da jetzt oder saugt. Da ist irgendwas. Ja, da, das ist ein Eisblock. Ah, und da ist ein... Ja, okay, ich bin dran vorbeigelaufen. Aber da ist ein Ding, ist ein Kristall drin, also ist nicht so wichtig gerade. Okay, grade. Dann lass uns erstmal auf das Rätsel konzentrieren. Oh, hier ist ein Eimer, mit dem können wir Wasser holen, oder? Ja! Dann gehen wir jetzt... Ah, wir schmeißen ihn in den Brunnen rein und die bringt ihn wieder hoch! Mit Wasser drin! Aber du kannst ihn nicht transportieren. Nein, denn ich bin aus Schleim. Nein, ich bin aus Schleim, so soll mein Leben fortan sein. Und mit Luigi. Aber war der Eimer schon immer hier? Ja. Nun, da komme ich mir jetzt ein bisschen doof vor. Na gut, ich habe aber auch nicht dran gedacht. Ich habe irgendwie den Eimer so halb registriert auch nur. Haha! Action! Oh ja, hier sind wir. Wir sind die besten Fußballspieler. Yeah! Hurra! Da hat er mir zweimal auf die Backen gehauen. Aber nicht auf die Wangen. Nee. So. Wow, jetzt kommt alles zusammen. Wir mussten nur einmal ein Haus abbrennen. Cut! Das ist alles, was wir gebraucht haben. Das gebe ich jetzt zur Polizei. Und ja, dann wirst du wegen Brandstiftung auch festgenommen. Die Daumen hoch! Damit jetzt ins Mittelalter. Ins Mittelalter? Achso, für die Pflanze zum. Genau. Und dann ist da oben die Fackel, mit der wir das Feuer transportieren können. Ja, genau. Und damit müssen wir dann nur noch die Spinnenweben kaputt machen. So, dann gebe ich dir dann hier haben wir es geschafft, Eimer. Meine Güte. Ja, gib mir den Eimer. Ich warte auf dein Kommando, auf dein Ready, Set, Go. Ready, Set! Wie sagt man? Licht, Kamera, Action. Ja. Lights, Camera, und Action. Der Eimer. Rechts. Hoffen wir, dass er jetzt nicht kaputt gegangen ist. Das wäre so scheiße. Nee, okay, da ist er. Da musst du da ran und dann müsstest du X drücken können. Das kann ich wieder. Ich kann wieder. Jawohl. Oh, Geister! Ja. Ghosts. More Ghosts. Lichtel. Und go. Jawohl. Da. Dam. Oh nein! Das Licht der Fackel erlischt. Aber du hast sie. Nur das zählt. Du hast. Oh ja. Na, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Da hat er direkt gewusst, was er machen soll. Also pümpelt er das Schild weg und dann. Ah, nicht nur ein Schild, sondern ein Schilder. Wenn er mich mal hier... Lass doch jetzt mal das Schild los. Ja, lass du los. Nee, weil... ich will ja gewinnen. Voll ins Gesicht weggepöppelt. Was ist denn jetzt hier los? Na, der hat sein Schild losgelassen und alles. Ja, und alles. Jawohl, und da kloppt er auf ihn drauf und dann direkt jawohl und da holt er den nächsten. Boah, das ist eine Action-Sequenz allererster Kanüle. Der lebt noch. Hau ihn auf den Helm. Oder du ging nicht. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Er muss angreifen und dann geht kurz sein Helm hoch und dann. Ach so. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder er guckt. Oder er rennt gegen die Wand und dann bonk. Ach so. Muss geduldig sein. Ja, nee. Weil ich habe jetzt das Rätsel. Wir haben das Rätsel quasi. Das ist meine Eimer übrigens. Schimmer, das ist meine Eimer. Dann bleiben hier die Münzen denn liegen.
Das ist eine gute Frage. Sie sehen besser im Bild am Ende aus. Ja, für den Filmrealismus. Exakt. Den ein Videospiel. Musst du vielleicht den Helm runterpusten, runterwumst oder so. Wir machen es einfach so jetzt. Dass du das noch nicht versucht hast. Das habe ich, aber es hat nicht funktioniert. Achso, okay. Nee. Schatz, guck mal. Von hinten an pömpeln, glaube ich. Ich mache das einfach immer weiter so. Einfach ein bisschen drangsalieren. Ich müsste ja immer einen Lebenspunkt verlieren dafür, meiner Meinung nach. Das wäre ordentlich, ja, aber. Wo ist er denn jetzt hin? Hinter den Brettern, genau. Die Welt bedeuten. Oh, Schnaps. Sieh dir, komm, Schnaps, sieh dir. Wie schön. Da haben wir es geschafft. Cut, ja. Ja, perfekt, war perfekt. Nicht wahr, Gimli? Jawohl. So, irgendeine Szene, wo Gimli, ja, irgendwas, wo Gimli lacht oder einen Daumen hoch zeigt oder sowas, gibt's doch bestimmt. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen Daumen hoch zeigt in Herr der Ringe. Aber wo er lacht, Herr der Ringe, so, bestimmt. In Herr der Ringe vielleicht nicht, aber in den Best-of oder Making-ofs, ja, oder sowas. Viel Spaß. So, Film Nummer 3. Was ist schon dabei? Wir zünden die Nachbarschaft an. Okay, cool. Alles klar, Feuer ab in 3, 2, 1. Feuermarsch. Oh, hier ist alles in Flammen. Oh nein. Oh. Große Katastrophe. Oh. Schnitt. So, also haben wir ja schon alles. Ja, stimmt, die Geister hast du ja schon besiegt, also. Ja. Ich dachte gerade für einen Moment, als ich gesaugt habe, dass das Feuer wegging. Das wäre so witzig. Das wäre so nicht witzig. Naja, besser als wenn die Fackel einfach komplett abfackelt. Ja. Weil warum sollte sie sonst so heißen, wie sie heißt? Korrekt, weil sie nicht abfackelt, weil sie ist Dauerfackel, deswegen ist das ab. Ah. Bang. Bang. So, jetzt müssen wir nur noch. Gesundheit. Ja, das ist wahrscheinlich eine Szene, die verfilmt werden muss, was? Scheinbar, ja. Hier haben wir die Filmkamera auch noch gar nicht angemacht. Ja, wir wissen gar nicht, was abgeht. Das vielleicht alles verraten. Ja, im Hintergrund einfach jetzt eine riesige Spinne in dem Bluescreen. Yeah. Cool. Und bitte. Wie macht auch Krankers. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das ist ein Fall für die Borger. Ja, hier, was ist das? Kennst du den Film? Ja, ich habe ihn, glaube ich, ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, also ich aber... Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Die DVD findest du auch eigentlich so fast gar nicht. Aber ich mochte den Film eigentlich immer gerne. Wird dir alles vom Gehalt abgezogen? Oi. Boah, einfach instant in Flammen gesetzt. Oh, die ganzen goldenen Spinnen. Das ganze Geld, das ist meins. Ich geb dem Firmenverleih nichts ab. Ey, aber ein bisschen was davon muss in die Gruppenkasse, ne? Sonst wird Dutch ziemlich böse. Ach, Dutch. Der Van der Linde. Ach, Dutch. Und jetzt. Dun 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 dun. Was mache ich jetzt hier eigentlich noch? Da 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 da. Wie einfach wirklich die Spinne rauskam und instant verbrannte. Ja, cut. Perfekt. Ja, Boss. Sie kriegen das Ding, ich behalte das Geld. Nein. Na, aber doch. Wir haben eine Gruppenkasse. Ich meine, es zählt immer noch hoch. Ja, wow. Ne, und jüngere Leute einfach. Was sind denn das für komische Fernseher? Yo, Bro. Verzag doch nicht. Ich habe hier etwas für dich. Ah, mein. Ich werde dich nie wieder loslassen. Moment, was? Was machst du auf meinem Set? Moment mal. Du da, nicht weggehen. Es ist mir bisher nicht aufgefallen, aber dein Gesicht hat interessante Züge. Tschu-tschu. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen ICE-Witz mache, aber mir ist keiner eingefallen.
Dazu noch dieser Körperbau. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Danke, das höre ich öfter. Ja, ja. Du hast das Zeug, zum Star zu werden. Ah, meine Kreativität erwacht endlich wieder zum Leben. Los, los, wir drehen sofort. Wo ist denn meine Crew? Auf ihre Plätze, zack, zack. Wegen der Crew, die sind, also ich meine, ihr seid eh Geister, aber die sind trotzdem tot. Die sind jetzt im Rucksack. Hallo, ich bin hier. Oh. Ah ja, was ist eigentlich mit der Megafon? Das hast du da hinten irgendwo hingeschmissen. Ja, welches ist das wichtig? Nee, das war nur, nee, das so, das nur ein McMuffin. McMuffin? McMuffin. War nur ein McMuffin. Was ist das jetzt hier? Luigi King Kong? Oder ist es so Power Rangers mäßig, dass jetzt irgendein riesiges Monster kommt und gegen das kämpft man dann und macht nebenbei die ganze Stadt kaputt. Und Action! In einer Welt, in der eine Lüge größer und größer wird, kann ein Mann nicht aufhören zu lügen. Big Fat Liar. Gibt einen Film, der so heißt. Ja. Ich dachte, du nennst den jetzt Lügi. Lügigi. Das ist doch aber ein Geist. Sehe ich doch. Kat, man hat deinen Geisterzipfel gesehen. Ich bin riesiger Flitsch. Boah, der hat einen schlechten Atem. Der hat, glaube ich, hinten einen Reißverschluss oder sowas. Oh, Au! Au! Ich hau einfach... Oh, ich wollte gerade sagen, das riesige Gebäude auf ihn, aber... Ich werde aus dem gerade noch nicht schlau. Auf jeden Fall sehr cineastisch gerade. Ja. Hast du gerade Feuer gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe Feuer gemacht. Vielleicht ist auch so ein Auto explodiert oder so. Ja, wir müssen wahrscheinlich die Stadt kaputt machen oder so. Okay. Ich habe keine Ahnung. Oh, da, den Ball müssen wir ihm entgegenschießen. Au, müssen wir nicht. Vielleicht müssen wir den Ball einsaugen. Habe ich versucht. Okay. Dabei ist er explodiert. Gestern noch, da also ist der Ball gerade explodiert. Ich habe dann nicht damit gerechnet. Also habe ich mich neu frisiert. Da. Der konnte ahnen, dass er mich imitiert. Ins Wasser mit dir, Monster! Zurück! Warner Brothers Pictures Presents! Marty Wolf Pictures. Monster Mobbing. Ja, nein, guckt euch den Film Lügen haben kurze Beine an, der ist super. Der ist mit Frankie Muniz, dem der Malcolm mittendrin gespielt hat. Ich mag den Film. Und mit Paul Giamatti, wie auch immer. Giamatti hieß er, ne? Doch gesagt, das geht nicht. Naja, aber ich wollte es trotzdem mal. Warum sollte ich vielleicht muss man den anpömpeln. Hey, wenn das Monster einen Ball ausspuckt, pust ihn direkt zurück in seine Richtung. Pusten natürlich, nicht saugen, pusten. Oh, ja, natürlich, weil wir die Ghostbusters sind. Exzellent, wirklich exzellent, weiter so. Wenn wir einfach weiter pusten. Da lacht er sich einen ab. Er muss halt den anderen, genau. Warum? Wieso hat denn Luigi die ganze Zeit nach rechts geguckt? Hä, wie konnte... Ich hab doch gepustet! Vielleicht waren die zu stark.
Oh, ich habe das Herz weggepustet, tut mir leid. Das ist jetzt suboptimal. Ich habe nur 19, wenn er mich nochmal trifft, bin ich toast. Na gut. Und das ist kein Französischer, wenn du verstehst, was ich meine. Nee. French Toast. Achtung. Das reicht nicht, da ist Kraft gefragt. Doppelt so viel Kraft. Wow, das war der Super Luigi bei... Ach, der ist ja... 8 nach 8? Ja. Da geht's heute um 888 Mark. Ein Meisterwerk, hast du das gehört? Guck dir an, wie fettig der schon ist. Ja, ja. Da kommt jetzt nochmal ein gelber Ball oder so und dann... Ich weiß nur nicht, wo er das Feuer hinspuckt. Vielleicht in die Kanalisation oder so. Hm. Ey, heute dran vorbei. Okay, ja, irgendwie steuert sich Luigi hier manchmal komisch. Und dann zu, entgegen und dann genau. Oh nein. Jetzt ist deine große Chance, zum Star zu werden. Wow, wie Dragon Ball mäßig ist das denn? Maschendrahtzaun. Wegen Mashing und so. Ja. Ich dachte wegen Star, weil der Film, weil das nicht so erfolgreich war. Das auch. Ich bin hier nackt! Ja, das hier, das ist wahre Kunst! Jawohl, schön aufs Haus am Ende. Cut! Meine Jungs, das war brillant! Und jetzt essen sie den Film. Vorzüglich. Ach ja. Hier, nimm das da. Kleines Geschenk. Aber mach's nicht kaputt. Ich hab meinen Film. Auf Wiedersehen! Wow. Er darf überleben. Alle anderen Geister müssen sterben, aber er darf überleben. Kriegen wir auch noch. Ja, natürlich. Wir gehen jetzt in den Raum da und dann machen star. Wir ihn fertig. Mister! Oh, Mister! Noch ein bisschen mehr leveln können hier. Hätten wir definitiv, ja. Aber ist okay. Mehr leveln? Achso, du meinst... Die Stadt leveln. Ja, planieren. Ja. Wie auch immer. Mein Film ist fast fertig. Fast. Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Die erfordert nämlich allerhöchste Konzentration. Oh, der hat auch nur 25 Power. Ja, die arme Sau. Regisseurgeist gefangen. Oh yeah. Fühlt sich irgendwie nicht so gut an, ne? Oh. Sieht gut aus? Ja. Ich liebe es, wenn die Filme in fünffacher Geschwindigkeit abgespielt werden. Und dann rückwärts. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Jetzt können wir in die Etage 9, was uns da wohl erwartet. Was meinst du, was für ein fantastisches Set-Dressing hat die Etage 9. Keine Ahnung, vielleicht hat sie auch keinen Salat. Oh. Oh. Ah, vielleicht nehme ich den Power Glove mit. Ja, nur den Power Glove mit. Das ist das beste Item, das hat uns viel gebracht und uns gar nicht verwirrt in irgendeiner Art und Weise. Und ihr wackelt immer noch, das ist ja fantastisch. Warum auch nicht? Komm, gönn dir. Ja, klar. Ich, ja. Kommst du? Oh, das ist eine unsichtbare Wand, natürlich. Ja, selbstredend. Selbstverständlich, unsichtbare Wände. Ha, selbstverständlich. Zieren das Gelände. Und dann geht's auf in Etage 9. Wow. Nöff. Wenn ihr das rückwärts abspielt, dann habt ihr seinen richtigen Namen erfasst. Eine Katze? Was? Ein Kätzchen. Was? Kein Kätzchen. Das ist ja schon, also jetzt hat sie das einfach gegessen. Warum gibt es in jedem dritten Teil von einem Spiel eine Assi-Katze? Das weiß ich nicht. Und mit jedem meinte ich, das ist das zweite. Erinnerst du dich noch an die Assi-Katze aus Zurück in die Zukunft 3? Sie war die McFly. Miau. Oh, warum müssen wir denn jetzt noch so eine Katze jagen? Hat das hier nicht alles gereicht? Oh, das hat hier auch noch so ein Icon. Na, das ist die letzte Cutscene. Oh, jetzt muss ich mir auch noch den Scheiß anhören.
Oh, jetzt ist sie, in welchen Fernseher ist sie gegangen? In den. Okay. Cool. Geisterbesen, Hausmeister, Facility Management, Entschuldigung. Ach komm schon. Stomp. Den Saurier rums. Oh, hier sind Minigeister. Na die gönnen dir aber mal. Ich bin eher so fett von Mini-Obst. Oh, hier ist wieder so ein, ich muss oder zwei Mini-Obst, keine Ahnung. War das Saugen, war das Pömpeln, war das... Den Saurier rums, aber das war's. Ja, genau. Nochmal. Das ist schön. Hä? Wenn ich den Wumms mache? Okay, jetzt. Den Saurierfumms versteinern wir sie. Nee, versteinern, steinern, ja, komm. Den esse ich auch. Den sauge ich nicht ein, den esse ich einfach. Ja. Oh. Was los? Es war so hell. Ach so. Dun, dun, dun. Aber wo sollen wir jetzt die Katze finden? Wie sollen immer wir den Spuren Katze? Nach. Immer den Spuren nach. Sie ist nämlich da oben. Und dann miau, ich spring aus dem Fenster. Und dann nein, wir müssen die Feuerwehr nochmal rufen. Oh, sie hat uns voll reingelegt. Weil wir keinen richtigen Bosskampf hatten. Gibt's noch, ist noch den Kampf aus Kirby und das vergessene Land. Moment. Ja. Miezi! Miezi, komm da runter. Miezi, ich habe gar keine Lust darauf, dass du da oben auf der Balustrade rumhockst. Miezi! Du wirst noch runterfallen. Miezi, komm. Du weißt doch, dass du nie auf deinen Pfoten landest. Genau. Wir mussten deinen Popper schon zweimal neu machen. Wenn das Polterkätzchen sich dir nähert, setze genau zur richtigen Strobo-Blitz. Dir nähert? Die nähert. Also vielleicht muss ich einfach mit dem Rücken zu ihm sein. Du musst auch weggucken. Im Hintergrund läuft ein X-Men-Film, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Also es klang jetzt so, als wenn wir weggucken müssen, damit die Katze pounced. So. Pounced to be alive. Ich komme die Leiter nicht mehr runter. Geht halt die Schnauze. Ich kann die Treppe nicht mehr runterlaufen. Jetzt. Ach, die war da hinten. Okay, ich habe das optisch falsch gesehen schon wieder. Dann gucken wir jetzt beide mal weg. Müssen wir wohl voll aufladen, wa? Hä? In dem Moment, wenn sie gerade hoch macht vielleicht, also Kralle hoch. Noch länger warten? Vielleicht. Also noch länger würde ich nicht warten sonst. Das Licht hier? Nee, er hat uns ja gesagt, das Strobo-Licht, also... Das ist wohl der Das Moment. War's, ja. Weg mit dir, Katze. Aber sie hat noch einen Lebenspunkt, damit sie flüchten kann. Wie clever ist das? Natürlich, Katzen haben 7 Leben. Oder 9 oder keine Ahnung. Und sie brauchen furchtbar viel Musik. Und ein bisschen Glück. Weil sonst wären sie verrückt. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Katze durch die ganze Gebäude hier reinjagen. Ich hoffe nur in den nächsten Raum. Na, wenn wir sehen, gucken wir hier noch rein. Ansonsten. Ich meine, mehr Schwänze hat sie ja nicht. Außer den einen. Nee, sie hat wieder 2. Sie hat wieder 2 siamesisches. Acht mit der Dingens nach oben. Das kennen wir ja schon. Das haben wir ja schon mal probiert. Gemacht. Jawohl. Okay, alles klar. Habe ich da aber das Leben gerade? Oh. Na, wo willst du jetzt hin? In den Boden. Wie, du gehst jetzt einfach in die Etage, in die Etage runter? Um Himmels Willen.
Ach so, das müssen wir natürlich machen, weil sie hat ja das Dingens. Ja, sie hat Zugang Nummer 9. Ich hasse sowas, wenn Luigi's Mansion sowas macht, wenn man eine Etage runter oder hoch oder irgendwas muss. Tja, so ist das halt, aber das erleben wir erst in der nächsten Folge von Luigi's Mansion 3. 3, 3, 5, 6. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ruft nicht die Nummer an, die er gerade gesagt hat. 2, 7. Tschüss. Bye.